Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Es freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Das Handwerk wirbt ja mit dem Slogan die Wirtschaftsmacht von nebenan. Und tatsächlich wissen wir, dass ohne dem Handwerk heutzutage nichts funktionieren würde. Allerdings, wir wissen auch, das Handwerk steht vor gewaltigen Herausforderungen. Und genau das ist heute das Thema bei Chefsache. Rund 30 Milliarden Euro werden im Jahr 2020 nach Schätzungen von Experten in energetische Haussanierungen investiert. Zum Vergleich, 2011 waren es noch 13 Milliarden Euro. Ebenso wird der Anteil an erneuerbaren Energien zur Energieversorgung immer größer. Umgesetzt werden solche Maßnahmen von Handwerksbetrieben. Maurer, Stuckateure oder Installateure sind also gefragt. Das Handwerk wird zum Energiedienstleister und damit wächst der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften. Nicht zuletzt aufgrund der steigenden Anforderungen an die Gebäudesanierung. Hausbesitzer wollen Energieeffizienz in den eigenen vier Wänden. Das Handwerk wird mit nachwachsenden Rohstoffen arbeiten. Bauen mit Holz liegt schon jetzt im Trend. Bei Wohngebäuden beträgt der Anteil des Holzbaus am Neubau rund 15%. 2020 soll er auf mehr als 21% ansteigen. Bei Nicht-Wohngebäuden sollen es dann sogar knapp 27% sein. Das Handwerk erhält zudem das kulturelle Erbe. Rund 7,5 Milliarden Euro setzen Betriebe pro Jahr mit Restaurierungen um. Die Energiewende als Jobmotor. Rund 329.000 neue Arbeitsplätze können laut den Experten bis zum Jahr 2020 entstehen. Jeder Zehnte davon im Handwerk. Hat das Handwerk Zukunft ist heute das Thema bei Chefsache. Und zu Gast im Studio begrüße ich ganz herzlich Michael Bucher. Er ist Geschäftsführer und Inhaber der Schreinerei Wirth Bucher aus Bad Waldsee. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Benzmann, vielen Dank für die Einladung. Herr Bucher, jetzt haben wir ja schon einige Zahlen in diesem Beitrag gesehen. Das sind ja ganz fantastische Aussichten für das Handwerk. Sind Sie froh gestimmt? Ich bin sehr froh gestimmt. Wir haben tolle Aufträge, haben super Mitarbeiter. Und ja, was soll da noch schief gehen? Was mir nicht so richtig in den Kopf geht, sage ich ganz ehrlich, Herr Bucher, ist einerseits eine tolle Auftragslage, aber andererseits sehen wir ein Handwerksbetriebe sterben. Was ist denn da eigentlich los? Ja, da gibt es natürlich mehrere Gründe für das Betriebesterben. Klar sind natürlich viele Handwerksmeister, die sind jetzt 60, 70 Jahre alt, wollen den Betrieb übergeben. Und man muss natürlich auch schauen, macht der Sohn oder die Tochter weiter? Ist immer eine Frage. Dann ist natürlich auch immer der technische Fortschritt. Man muss natürlich ständig investieren. Und ich sage mal, man muss immer am Ball bleiben, immer in den Betrieb Geld investieren, dass man vorne mit dabei ist. Und dann kann man sicher auch einen Betrieb ordentlich übergeben. Aber in manchen Bereichen war das eben nicht so. Und ich denke, wenn da im Vorfeld die Bereitschaft nicht da war der Jugendlichen, dann haben die Handwerksmeister durchaus auch nicht investiert. Und das ist oft jetzt auch ein Knackpunkt. Ja. Verstehe, also die ganze Welt spricht ja auch immer von dieser sogenannten Digitalisierung. Wie kommt denn das eigentlich mit dem Handwerk zusammen? Ich habe doch einerseits einen sehr traditionellen Beruf. Warum benötigt es da überhaupt eine Digitalisierung? Der traditionelle Beruf, das ist unsere Basis. Das Wissen über das, zum Beispiel bei uns das Holz, das wachsende Holz, wie wird es verarbeitet, das kann uns keine Technik abnehmen. Das Gefühl für das Material oder auch beim Bäcker, für das Mehl, für den Teig, das kann keine Technik abnehmen. Das kann nur der Handwerker mit seinen Händen im Endeffekt ja leisten. Ja, so ist es, ja. Und die Technik unterstützt uns aber dabei, ja. Wir müssen natürlich auch rationeller werden. Wir unterliegen natürlich genauso einem Preisdruck, ja. Die Industrie, klar, macht heute viele Produkte, die früher traditionell im Handwerk waren. Das ist natürlich zu einer Konkurrenz oder zum Mitbewerber geworden. Aber wir können eben durch unsere Qualität, unser Fachwissen und natürlich auch durch unsere moderne Verarbeitung und Fertigung dann punkten bei den Kunden. Das Handwerk hat ja auch immer wieder ein sehr unterschiedliches Image, muss man ja sagen. Einerseits, klar, gibt es Betriebe, so auch Ihre, der hat eine Nische gefunden, zeichnet sich durch eine hohe Qualität aus. Aber auch immer wieder hört man, Handwerker sind unzuverlässig. Und früher oder später gibt es dann auch mal einen Push. Ist da was dran? Durchaus. Man kann nicht jeden Handwerker als perfekt bezeichnen, das ist ganz klar. Die Handwerker sind über die Innungen
organisiert, sprich das ist der Berufsverband des Handwerks. Ja. Und die Betriebe, die dort drin sind, die sind eigentlich ganz anders fortgebildet, engagiert. Also da gibt es schon einen Qualitätsunterschied, das muss man ganz klar sagen. Und der Kunde muss natürlich auch schauen, erstmal schauen, was ist das für ein Handwerker, was kann der, was hat der für Referenzen, wie sind die Mitarbeiter, wie ist die Werkstatt. Ich denke, das sind viele Punkte. Jeder ist einfach ganz unterschiedlich aufgestellt, strukturiert und dadurch kommen natürlich auch unterschiedliche Charaktere. Und wenn man jetzt sieht, im Kreis Ravensburg gibt es ca. 3.500 Handwerksbetriebe, dass da natürlich nicht jeder den Qualitätsanforderungen entspricht, ist auch klar. Und der Wegfall des Meisters, der Meisterpflicht, ist natürlich auch in einigen Berufen leider so gekommen. Dort sinkt die Qualität natürlich auch. Ja, Stichwort Mitarbeiter, darauf kommt es natürlich an, wenn man genügend Aufträge in der Pipeline hat, ist das das eine, aber auf der anderen Seite geeignete Mitarbeiter zu haben, um diese Aufträge zu bearbeiten, ist das andere. Und wie Sie an Mitarbeiter herankommen und vor allen Dingen auch wie die Ausbildung im Handwerk aussieht, das wird gleich Thema im zweiten Teil unseres Gesprächs sein. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Unser Thema heute hat das Handwerk Zukunft und zu Gast im Studio ist Michael Bucher, das Geschäftsführer und Inhaber der Schreinerei Wirt Bucher aus Bad Waldsee. Ja, wenn wir uns Ihren Lebenslauf anschauen, Herr Bucher, mit 15 haben Sie die Ausbildung begonnen, sind heute 43 Jahre alt. Ein Leben sozusagen im Handwerk, haben Sie jemals die Entscheidung bereut? Nein, überhaupt nicht. Das war der richtige Schritt für mich, ja. Ich bin immer weitergekommen, konnte die Meisterausbildung machen, habe in viele Betriebe schauen können, habe mich da weiterentwickeln können. Bin heute Inhaber einer Schreinerei und kann wirklich die Fäden ziehen. Ja. Ich weiß, wo ich hin möchte, ich suche mir meine Kunden aus, ich suche mir meine Produkte aus, die ich bauen möchte. Und das sind die, wo ich überwiegend Spaß dran habe natürlich. Ja. Und das versuche ich natürlich auch an meine Azubis und an meine Mitarbeiter so weiterzugeben. Das ist ja komisch, dass viele Menschen davon sprechen, wenn du dich für das Handwerk entscheidest, dann ist das eine Sackgasse. Was ist denn da dran? Ja, überhaupt nicht. Also eine Sackgasse, ich konnte in meinem Berufsleben noch nie eine Sackgasse erleben, sondern es ging ständig nach oben, es hat sich weiterentwickelt. Und genau das macht es auch im Handwerk aus. Die neuen Herausforderungen, Computertechnik, CAD, CNC, also in unserem Handwerksbereich, da gibt es ja so viele Themenbereiche und jeden Tag muss man sich auf neue Gegebenheiten, neue Materialien, neue Situationen einstellen und ja, eigentlich spannender kann es nicht sein. Sie haben eine recht hohe Ausbildungsquote mit 20%. Also sprich, das sind absolut, glaube ich, drei Azubis, die Sie haben. Genau. Ne? Wenn so ein junger Mensch vor seinem Arbeitsleben steht, muss er ja irgendwo auch eine Entscheidung fällen. Viele sagen, ich möchte eine akademische Laufbahn machen. Ja,
Das kann ich so als Handwerker eigentlich gar nicht verstehen. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, aber es ist ja so, im Handwerk, da lernt man die Basis. Ich sage mal, wir arbeiten mit Holz aus der Region. Wir arbeiten mit, ein Bäcker arbeitet mit Mehl. Also wir sind sehr bodenständig, sehr verwurzelt, auch mit unserer Region. Wir wissen, wo was herkommt, aber wir scheuen natürlich nicht, auch rauszugehen. Ja? Unsere Aufträge, die können auch weiter weg sein, in Stuttgart oder im Ausland, egal wo. Da gehen wir hin, weil wir wissen um unser Können. Und das zeigen wir da. Und die akademische Ausbildung, klar, das ist vielleicht eine Möglichkeit, die viele sehen, weil sie im Handwerk vielleicht aus welchem Grund auch immer keine Zukunft sehen. Aber an sich kann ich es nicht verstehen. Mhm. Bei den Meisterabsolventen herrscht im Prinzip Vollbeschäftigung. Das sind maximal 2% sind arbeitslos. Und von den Akademikern, von den Absolventen der Hochschulen, ist die Arbeitslosenquote über 6%. Also das sieht man ja schon, wo ist das Potenzial, ja, im Handwerk. Das Erstaunliche ist ja, dass sogar auch Manager und viele, die jetzt Jahre, Jahrzehnte lang auch einer Büroarbeit nachgegangen sind, dass sie plötzlich mit 30, 40, 50 sagen, ich fange noch mal von ganz vorne an. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Bürojob, sondern ich möchte ins Handwerk gehen. Ist das ein total verklärtes, romantisches Bild oder gibt es da tatsächlich auch eine Chance, die man im Handwerk haben kann? Ich denke durchaus auch eine Chance. Man sieht vielleicht schon auch über das Berufsleben, über die Zeit des Berufslebens, was schaffe ich, wo sind meine Inhalte. Ja? Und wir im Handwerk, wir produzieren jeden Tag Gegenstände, Lebensmittel, Möbel, egal was. Und am Abend sehen wir, das haben wir gebaut. Der Kunde, der freut sich, der ist zufrieden, das Ding wird verwendet. Also im Prinzip, der Inhalt unseres Berufs ist eigentlich schon sehr hoch und auch für die eigene Zufriedenheit natürlich, ja, gibt sehr viel her. Ja. Was war denn aus Ihrer Sicht eigentlich das wichtigste und schönste Stück, das Sie jemals gebaut haben? Ja, natürlich die am schwierigsten sind, vielleicht am komplexesten von der Planung her natürlich auch und natürlich auch vom Material, dort wo Holz drin ist. Also ich sage mal so die Stadthalle in Sigmaringen, die wir komplett ausgebaut haben mit Wandverkleidungen, Möbel, Türen, das ist schon ein Traum. Eigentlich jedes Mal, wenn man reingeht, ist man stolz auf das, was man geschafft hat. Und es kommt auch sehr gut an. Oder eine Empfangstheke beim großen Chemiekonzern in München. Die ist einfach dreidimensional verformt. Da braucht man einfach das handwerkliche Können von der Planung bis zur Umsetzung, bis zur Montage. Und das haben wir im Haus. Das ist die Kompetenz, die können wir. Und man freut sich über solche Stücke dann. Das heißt also auch, was die Zukunft angeht, Sie sind absolut gelassen und freuen sich auf die nächsten großen Aufgaben, die Sie mit Ihrem Team gemeinsam lösen können. Ja, ganz klar. Natürlich auch ganz klar durch den demografischen Wandel. Es wird schlichtweg weniger Handwerker geben. Und das stärkt die Handwerker natürlich, die noch da sind. Und ich glaube, das nehmen unsere Kunden, beziehungsweise das honorieren die auch. Herr Bucher, wir sind schon am Ende des Talks angelangt. Herzlichen Dank erstmal für Ihren Besuch. Hat mich gefreut, dass Sie hier waren im Chefsache-Studio. Ja, vielen Dank, Herr Benzmann. Hat mich auch sehr gefreut. War ein angenehmes Gespräch. Danke dafür. Liebe Zuschauer, es würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss.